denn? Mama, der Unterricht hat schon angefangen. Ich komm doch gleich. Das hast du vor einer Stunde schon getan. Ich komm doch gleich. Das ist mein Platz. Steht hier dein Name drauf? Was willst du überhaupt schon wieder hier? Ich mal hier immer. Ja, anstatt zu malen, würde ich lieber mal im Unterricht auftauchen. Du weißt schon, dass du versetzungsgefährdet bist. Die Lehrerin hat dich die ganze Pause lang gerufen. Hast du das nicht mitgekriegt? Schule ist mir egal. Ja, super. Ja, du interessierst dich doch auch nur für Mädchen. Ja, aber wenigstens bin ich in der Schule nicht so grottenschlecht wie du. Hallo? Hello, my name is Smith from the University of Oxford. Do I speak with Antonio Fan? Yes. Well, I just want to say that you got a scholarship in our university. Really? Yes, so you can start in October. Oh my god, thank you. I'm so happy. Yeah, you're welcome. So see you in October. Okay, bye. Mama, Mama, ich wurde angenommen. Richard, ey, hast du Bock mit uns am Wochenende ins Kino zu gehen? Sorry, keine Zeit. Komm, ein Wochenende. Ey, sie hat gesagt, nur wenn du mitkommst, kommt sie auch mit. Komm, dann gehen wir alle. Mann, hat sie Schiss oder was? Komm, das schafft sie doch auch alleine. Ey, wirklich? Ich habe wirklich keine Zeit, tut mir leid. Warum denn nicht? Mann, ich bin hier gerade beim neuen Clan beigetreten. Wirklich? Ja. Wenn wir bis zum Wochenende fertig sind, dann haben wir quasi gewonnen. Ey, wenn dir das wichtig ist, echt wichtiger ist, echt traurig mir. Ich lüge wirklich nicht. Sieh doch selber mal. Oh, jetzt guck doch mal rein, ich lüge nicht. Max, glaub mir. Der ist ja putzig. Ja, okay, wenn es dich glücklich macht. Was siehst du? Sieben Frau? Hey, wie geht's so? Gut. Wow, das ist alles deine Tankstelle? Ja, so sieht's aus. Zwar ein bisschen klein und nicht sehr luxuriös, aber immerhin meine. Cool. Wollen wir noch einen Kaffee trinken gehen? Ja, klar. Und, was siehst du? Putzfrau-Karriere. Dr. Schlaf? Ja? Naja, meine Mittagspause hat gerade begonnen, aber wenn es ernst ist, dann kann ich vielleicht helfen. Okay, dann kommen Sie mal mit rein. Dankeschön. Frau Professor Fan. Ja. Wann ist denn jetzt Ihre Vorlesung? Heute um 14 Uhr. Ach, okay. Gut. Danke. Okay, tschüss.
morgen ist der Scheidungstermin. Wie oft denn noch? Ja. Okay, bis morgen. Tschüss. Ich glaube, ich nehme einen Milchkaffee. Und du? Ich glaube, ich nehme einfach einen normalen Kaffee. Und wie geht's eigentlich meinen Enkelkindern? Sie vermissen dich. Ich sie auch. Wollt ihr mich mal wieder im Garten besuchen? Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ich freue mich, wenn ihr kommt. Richard? Ich schon wieder. Kommst du mal? Oh nein. Ja? Was denn? Na, schau doch auch mal in den Spiegel. Da rein? Ja. Ja. Was bringt's? Das ist ein Zauberspiegel. Die was? Zukunft. Ja, genau. Oh Gott, der hat das alles verpennt. Ja, das Hobby war wichtig. Genau, du was siehst du? Und? Gar nichts. Nein, das kann doch gar nicht sein. Das hat so rauf funktioniert. Ja. Aber was heißt das denn, wenn ich nichts sehe? Das weiß ich nicht. Das herausfinden. Okay. Das ist total gruselig. Ich finde ja nichts. Ich auch nicht. Ich glaube, ich habe hier was. Was denn? In dem Buch steht, wenn anstatt deiner selbst in einem Spiegel ein helles Licht erscheint, heißt das, dass du deine Zeit nicht sinnvoll nutzt. Das trifft auf Richard zu. Ja, und wie soll man seine Zeit richtig nutzen? Ich lese gerne. Ich auch. Mit Sport, Schlafen und Essen. Die wenige Zeit, die da ist, einfach für was Schönes nutzen. Weil ich habe immer was zu tun. Es gibt keine Langeweile. Außer abends, aber da schlafe ich. Und treffe mich eigentlich 90% meiner Freizeit mit meinen Freunden. Oder mache was mit meinem Bruder.